Heute für euch 10 krasse Fakten über Grand Theft Auto oder auch GTA, wie es die meisten kennen. Los geht's! Nummer 10. Die GamePro nennt GTA 5 das beste Spiel aller Zeiten. GTA 5 hat auf Metacritic.com eine Wertung von 97% im Durchschnitt. Damit ist es nicht nur das beste Spiel, sondern auch das mit der besten Bewertung, die es jemals gab. Und die Nummer 9. GTA 5 schaffte es in den ersten 24 Stunden nach Veröffentlichung, ganze 11,2 Millionen Mal verkauft zu werden. Somit hält es den Weltrekord für das bestverkaufte Spiel. Ich bin gespannt, ob der Nachfolger diesen Rekord noch toppen kann. Weiter mit Nummer 8. Kurz und knackig, das Wort Fuck kommt in den Missionsdialogen von GTA 5 genau 365 Mal vor. Das Jahr hat genau 365 Tage. Zufall? Ich glaube nicht. Illuminati confirmed. Nummer 7. Das eigentlich für den Nintendo DS erschienene GTA Chinatown Wars wurde später sogar im App Store zum Verkauf bereitgestellt, was bedeutet, dass dieser Titel das allererste GTA fürs Smartphone war. Nummer 6. Anwälte und Journalisten, die gegen GTA vorgegangen sind, wurden in den Spielenachfolgern parodiert oder aufs Brutalste ermordet. Und auf Nummer 5. Grand Theft Auto San Andreas hat 2009 einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde bekommen, für die größte Sprecherbesetzung, die es in einem Videospiel jemals gegeben hat. Ganze 861 Sprecher waren beteiligt, darunter auch viele Fans, die sich auf diese Art und Weise in ihrem Lieblingsspiel verewigen konnten. Coole Aktion. Und die Nummer 4. Rockstar Games soll damals angeblich Leute dafür bezahlt haben, negative Werbung über das Spiel zu verbreiten, um dafür zu sorgen, dass es Diskussionen darüber gibt. Der eigentliche Grund für diese Aktion war es, dass möglichst viele Leute von diesem Spiel zu hören bekommen und somit natürlich auch die Verkaufszahlen steigen. Wenn das nicht mal genial ist. Und die Top 3. Du hast keine Lust auf Missionen und willst einfach nur die Landschaft genießen? Dann schnapp dir ein Auto und erkunde mal die Welt von GTA 5. Die Fläche von GTA 5 beträgt ca. 127 Quadratkilometer. Zum Vergleich, Liechtenstein ist nur ca. 30 Quadratkilometer größer. Fast am Ende mit einer spektakulären Nummer 2. In Amerika verpasste ein 6-jähriger Junge den Schulbus und fuhr daraufhin einfach mit dem Auto seiner Mutter dorthin. Er fuhr mit 100 km/h ganze 16 Kilometer zu seiner Schule. Später erzählte er, er hätte das Autofahren durch GTA gelernt. Und kommen wir nun zu Nummer 1. In GTA 4 gibt es eine Mission, in der ihr einen Wachmann die Treppe runterschubsen müsst. Dieser schreit daraufhin natürlich. Doch es ist kein normaler Schrei. Es ist der berühmt-berüchtigte Wilhelmsschrei. Dieser Schrei ist ein berühmter Ton in der Filmindustrie und bereits in Filmen wie Star Wars oder Batman verwendet worden. Insgesamt gibt es ganze 174 Filme, in denen dieser Schrei vorkommt. Krass, oder Leute? Naja, hier könnt ihr noch ein anderes krasses Video sehen, auch sehr interessant. Oder ihr macht es wie ich und geht jetzt GTA zocken. Macht auf jeden Fall Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.